irgendwas finden. Ja, guten Morgen von mir. Ich möchte heute beginnen mit einer kurzen Geschichte aus meiner Schulzeit. Und zwar war ich die letzten Jahre im Ethikunterricht und ich habe das wirklich voll geschätzt, über verschiedene Weltreligionen zu lernen. Ich habe gesehen, wo die Unterschiede liegen und auch die Gemeinsamkeiten und auch diese Ethik, die uns verbindet. Und einmal im Unterricht mussten wir so ein Gedankenspiel durchführen und die Aufgabe war, dass wir uns als Gruppe vorstellen, dass wir von einer einsamen Insel gestrandet sind. Und jetzt lag es an uns, die für uns geltenden Regeln festzulegen. Und für Teenager wie uns war das die Chance unseres Lebens auf wahre Freiheit. Also Regeln waren damals eigentlich ein Synonym für Langeweile und Einschränkung. Und das war jetzt die Chance, wirklich den Leuten zu zeigen, wir brauchen keine Regeln. Und so waren wir alle voll begeistert und haben begonnen, uns zu überlegen, okay, was für Regeln brauchen wir, um wirklich ein harmonisches Miteinander haben zu können. Und mit der Zeit wurden die Regeln immer mehr und mehr. Wir haben über immer spezifischere Einzelfälle diskutiert. Und ich glaube, am Ende der Stunde war dieses fiktive Zusammenleben nicht mehr unbedingt schön, sondern schwierig. Und jeder von uns war relativ froh, als die Stunde aus war. Dieses Beispiel hat mir extrem geholfen, dabei zu verstehen, wie das sein musste, als Gott nach 400 Jahren sein Volk aus der Sklaverei befreit hat und aus Ägypten herausgeführt hat. Es gab da keine gemeinsamen Regeln. Dieses Volk hat jahrhundertelang in Sklaverei gelebt und war es nicht gewohnt, einen freien eigenen Willen zu haben. Und dann mussten sie es jetzt schaffen, irgendwie zusammenzuleben. Und um die Beziehung der Menschen zueinander und auch die Beziehung mit Gott zu regeln, hat Gott ihnen am Berg Sinai 10 Gebote gegeben. Ich glaube, die meisten von uns kennen die noch. Aber wer weitergelesen hat, weiß, es bleibt nicht bei 10 Geboten. In den folgenden Jahren sind aus 10 Geboten 613 geworden. Diese sogenannte Mitzvot, also das sind die jüdischen Vorschriften, sind immer noch elementarer Bestandteil des jüdisch-orthodoxen Glaubens. Es handelt sich dabei um 248 Gebote und 365 Verbote, die in der Tora stehen. Das sind die 5 Bücher Mose. Ich glaube, dass es niemanden von uns gibt, der jetzt aus dem Stegreif diese 613 Gebote aufzählen könnte, obwohl sie genauso auch in unserem Alten Testament stehen. Zu dieser Zeit war das Judentum jetzt getrieben von der Frage, welches Gebot ist das größte? Man versuchte, diese 613 Gebote zu ordnen und irgendwie zu einer Zusammenfassung zu kommen. Die religiösen Gruppen waren sich dabei aber nicht immer einig und haben gestritten, haben Stellen verschieden ausgelegt. Und so lesen wir im Talmud eine berühmte Passage, in der 2 Pharisäer namens Hillel und Schamai in Bezug auf die Zusammenfassung der Gebote verglichen werden. Und ich möchte das kurz vorlesen. Einmal besuchte ein Nicht-Jude Schamai und sagte, ich möchte Jude werden, aber unter einer Bedingung. Lehre mich die ganze Tora, während ich auf einem Bein stehe. Schamai war empört über die Frechheit des Mannes, denn ein Mensch kann ein Leben lang die Tora studieren und immer noch dazulernen. Also jagte er den Nichtjuden mit einem Stock aus der Synagoge. Kühn ging der Mann zu Hillel und sagte, ich möchte Jude werden, aber unter einer Bedingung. Lehre mich die ganze Tora, während ich auf einem Bein stehe. Hillel sah ihn an und antwortete, Gutes werde ich tun. Der Mann stellte sich auf einen Fuß und Hillel belehrte ihn. Was dir zuwider ist, das tu keinem anderen an. Das ist die ganze Tora. Geh jetzt und lerne alle Gebote, damit du weißt, was du tun sollst und was du nicht darfst. Der Mann ging und studierte und wurde schließlich ein frommer Jude. Wir sehen hier 2 Versuche, diese 613 Gebote in kürzester Zeit wiederzugeben. Der Rabbi Hillel zitiert ihr aus einer frühen jüdischen Schrift, nämlich dem apokryphen Buch Tobias. Und für alle, die das nicht kennen und schon irgendwie gespannt in ihrer Bibel schauen, das steht nicht in unserer Bibel. Es wurde auch nicht in den jüdischen Kanon aufgenommen, aber die katholische Kirche nennt es Teil ihres Alten Testaments. Hillel zitiert hier die Regel, die wir heute als goldene Regel bezeichnen. Ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist, aber er formuliert die Aussage als negative Aussage. Es steht, was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu.
Bei ihm geht es also um Unterlassen. Das heißt, ich als Mensch muss mit all meiner Kraft versuchen, meinen Mitmenschen nichts Böses zu tun. Ähnliche Aussprüche werden Sokrates, Aristoteles und Konfuzius zugeschrieben. Und wer das vielleicht sich ein bisschen mit der Ethik auskennt, die goldene Regel findet sich auch in mehreren Religionen wieder, so auch im Buddhismus und im Hinduismus. Auch Jesus zitiert diese Regel in der berühmten Bergpredigt. Was jedoch bei ihm der Unterschied ist, ist, dass er sie als positive Formulierung ausdrückt. In Matthäus 7,12 lesen wir: Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Bei ihm geht es nicht nur um ein Unterlassen, ich muss mit meiner Kraft versuchen, nichts Böses zu tun, sondern bei Jesus geht es um ein aktives Handeln, dass ich als Mensch mit meiner ganzen Kraft versuchen soll, meinen Mitmenschen Gutes zu tun. Eine Generation nach Hillel und Schamai kommt Jesus, Jeschua ben Josef, der Mann aus Nazareth. Sein Name trägt die Bedeutung Jahwe rettet. Er ist ein einfacher Bauhandwerker, ein sogenannter Tekton. Er kennt die Gebote und die Schrift, er liebt sie und predigt sie. Er ist für die Bedürftigen, Kranken und Ausgestoßenen gekommen. Er ist sich nicht zu schade, mit den Ärmsten der Gesellschaft ein Mahl zu teilen. Sein schlechter Ruf macht ihm nichts aus. Er ist ohne Angst vor Sünde, sondern hat ein Vertrauen in Gottes Barmherzigkeit. Er ist nicht nur ein Leiter der Männer, sondern auch ein Leiter der Frauen. Die Gruppe, die am meisten ausgestoßen war zu der Zeit Jesu, speziell auch von den religiösen Leitern. Er hat keine Angst, Mitgefühl zu zeigen. Er redet mit Autorität und Vollmacht. Er ignoriert die Not der Menschen nicht, sondern heilt sie. Er sieht nicht nur die großen Massen, sondern ist bereit, für den einen stehen zu bleiben. Er kennt das Herz der Menschen. Und so fällt auch dieser Mann namens Jesus auf. Und wir kommen zu einer Stelle, in der auch ihm die heiß diskutierte Frage gestellt wird: Welches Gebot ist das größte? Und wir lesen diesen Dialog in Markus 12, 28 bis 31. Und einer der Schriftgelehrten fragt ihn: Welches Gebot ist das allererste von allen? Jesus antwortete ihm: Das erste ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Jesus zitiert hier das zentrale Glaubensbekenntnis des Judentums. Es ist ein Gebet, das Schma Israel genannt wird, das bedeutet höre Israel, und es steht in 5. Mose 6, 4 bis 5. Dieses Gebet wird von jedem jüdischen Mann jeden Morgen und Abend gebetet. Es betont die Einheit Gottes und unmittelbar anschließend das Gebot, Gott aus aller Kraft zu lieben. Jesus zählt sich durch dieses Gebot bewusst zu Israel. Er teilt mit den Pharisäern ihre Wertschätzung für dieses Glaubensbekenntnis. Diese Verse haben so eine unglaublich starke Bedeutung im Judentum und wir Christen sind uns der oft nicht bewusst. Deswegen möchte ich euch diesen Hintergrund schildern. Täglich ist dieses Gebot von den Priestern im Tempel rezitiert worden. Viele Märtyrer sind mit diesen Worten auf ihren Lippen gestorben. Ein paar Verse nach dem Gebet in 5. Mose 6 steht, dass diese Worte als Zeichen auf die Hand gebunden werden sollen und als Merkzeichen zwischen den Augen sein sollen. Die Juden interpretieren diese Stelle wörtlich, weshalb die religiösen jüdischen Männer die handgeschriebenen Pergamente dieser Verse in einem Gebetsriemen, einem sogenannten Tefillin, bei den Gebeten tragen. Manchmal halten sie sich auch bei den Gebeten die rechte Hand vor Augen, um sich wirklich auf das Gesprochene zu konzentrieren. Dieses Gebet, das auch in unserem Alten Testament steht und das Jesus hier wiederholt hat, hat eine riesig große Bedeutung. Jesus stimmt den Pharisäern hier zu. Das oberste Gebot, das wir haben, ist, unseren Gott zu lieben. Und das hier sogar vierfach. Wir sollen Gott lieben mit unserem ganzen Herzen. Das bedeutet, mit dem Zentrum unserer inneren Persönlichkeit, aus dem der Wille und alle Motive unseres Lebens entspringen. Wir sollen Gott lieben mit unserer ganzen Seele. Das bedeutet mit allen Regungen, Empfindungen und Gefühlen des Lebens.
Wir sollen Gott lieben, mit unserem ganzen Verstand. Das bedeutet dem Vermögen an Denken, Überlegen und Planen. Und wir sollen Gott lieben mit unserer ganzen Kraft, also all unseren Aktivitäten. Für Jesus ist die Gottesliebe das höchste Gebot. Er wird hier aber nach dem Singular gefragt, nach der Einzahl, aber er bleibt nicht dabei stehen. Für ihn gehen zwei Gebote Hand in Hand. Und so lesen wir weiter. Das zweite ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Ich glaube, für Jesus war es eine natürliche Folge, dass Nächstenliebe aus der Gottesliebe fließt. Es hört nicht bei der Liebe zu Gott auf. Und Jesus hat das nicht nur als Theorie gelebt, sondern als Praxis, ganz speziell, als er aus Liebe zu uns am Kreuz für uns gestorben ist. Diese Nächstenliebe hat ihren Maßstab in Gottes Liebe. Und so wie Gott liebt, sollen auch wir lieben. Was ist also Nächstenliebe? Ich habe es für euch gegoogelt und es wird definiert als eine innere Einstellung, aus der heraus jemand bereit ist, seinen Mitmenschen zu helfen und Opfer für sie zu bringen. Auch an einer anderen Stelle wird Jesus wieder von einem Gesetzeskundigen gefragt und diesmal fragt er ihn, was er tun müsse, um ewiges Leben zu erhalten. Und allein an dieser Frage können wir erkennen, dass es für ihn selbstverständlich war, dass es an seinem Tun liegt, dass er in den Himmel kommt. Und Jesus antwortet wieder mit diesem Doppelgebot, das eigentlich in einer Emotion und der Liebe zusammengefasst werden kann. Wer ist also dein Nächster? Als Jesus das gefragt wird, antwortet er mit der Geschichte des barmherzigen Samariters. Sie handelt von einem Mann, der auf dem Weg nach Jericho ausgeraubt, geschlagen und halbtot liegen gelassen wird. Daraufhin kommt ein Priester und ein Levit vorbei. Das sind zwei religiöse Menschen. Sie sehen ihn, aber lassen ihn liegen. Danach kommt ein Samariter. Und als er den Mann da liegen sieht, wird er innerlich bewegt. Er geht zu ihm hin und umsorgt ihn mit allem, was er braucht. Er kümmert sich um seine Wunden, gab ihm zu essen und zu trinken, gab ihm neue Kleidung und brachte ihn zu einer Unterkunft. Dem Wirt dort gab er 2 Denare, was 2 Tageslöhnen eines Arbeiters entspricht, damit dieser sich weiter um den Mann kümmern kann. Der Mann, der da gelegen ist, war mittellos, hilflos, traumatisiert, verletzt, zurückgelassen von der Gesellschaft und hatte vermutlich kaum noch Hoffnung, dass irgendjemand ihm Hilfe leisten wird. Jesus verwendet hier den Samariter als positives Beispiel. Die Samariter waren das Volk, das von den Juden zu dieser Zeit verhasst war. Das heißt, es war eigentlich ein Skandal, als Jesus ihn hier als positives Beispiel verwendet. Ein paar Kapitel vorher lesen wir, dass Jesus selbst von einem samaritischen Dorf abgelehnt wird. Und trotzdem nimmt er ihn als Beispiel, als Vorbild. Der Samariter war dem beraubten Mann der Nächste. Wer ist also dein Nächster? Ganz einfach gesagt, ist dein Nächster der, der dich braucht. So oft verbinden Menschen mit dem Christentum Regeln, Gesetze und Einschränkungen. Und das bricht mir wirklich das Herz. Jesus macht an diesen Stellen klar, dass es nicht 613 Gebote braucht, sondern dass 613 Gebote in 2 zusammengefasst werden können. Deswegen brauchen wir auch heute nicht extra Gebote, wie wir unseren Glauben leben sollen. Der zentrale Kern meines persönlichen Glaubens an Jesus Christus besteht nicht aus irgendwelchen Gesetzen, die ich einhalten muss, sondern aus Liebe. Aus Liebe zu Gott und aus Liebe zu den Menschen. Wonach richten wir Christen unser Leben aus? Was bestimmt unseren Lebensstil und unsere Taten? Liebe. Liebe zu Gott und zu den Menschen. Wenn ich in meinem Leben auf gewisse Dinge verzichte, mache ich das nicht aus unverständlichem Gehorsam, sondern weil ich Gott liebe und ihm vertraue, dass er nur Gutes für uns Menschen will. Die Menschen um uns herum kennen das Gebot der Nächstenliebe. Vielleicht ist es dir auch schon mal passiert, dass das wirklich an den Kopf geworfen wurde. Und eigentlich als Vorwurf, hey, das ist dein Gebot, du sollst die Nächsten lieben, warum machst du es nicht? Sie kennen es und meiner Meinung nach ist es gut, dass sie dieses Gebot kennen. Und es ist gut, dass sie uns danach messen. Es ist der Maßstab, von dem wir
gemessen werden dürfen von der Welt um uns. Wir repräsentieren Gott auf Erden. Auf unserer Wunderwerk-Webseite steht der Satz: Wir wollen den Menschen und Gott dienen. Unser Visionssatz ist es: Die Kirche, die ich sehe, versteckt sich nicht. Sie ist eine Kirche für die Stadt, die Menschen in ihren Nöten begegnet. Amen. Das will ich leben und ganz speziell in einer Zeit wie dieser. Ich weiß nicht, wem es von euch bewusst ist, aber wir leben in einer Klimakrise, inmitten einer Pandemie. Wir leben in einer Zeit, in der jede Minute 11 Menschen durch akuten Hunger sterben und sich eine Person alle 40 Sekunden das Leben nimmt. Unsere Welt braucht Hilfe. Unsere Welt braucht Hoffnung. Und unsere Welt braucht Liebe. Ich weiß, einige von euch würden mich vielleicht naiv nennen, aber ich glaube, dass wenn wir unsere Kräfte verbinden und gemeinsam Gutes tun, dass wir was verändern könnten. Und wenn es noch so klein ist, es zählt vor Gott, weil er sieht's. Vielleicht sitzt du heute hier und denkst dir, ja, alles schön und gut, was du mir da erzählen willst von Liebe. 613 Gebote hätte ich sowieso nicht halten können, aber selbst 2 sind mir zu viel. Und vielleicht sagst du sogar, ich kann mit Liebe nichts anfangen. Ich kann mich nicht mal selber lieben. Dann habe ich gute Neuigkeiten für dich. Jesus erwartet nichts von dir, das bei dir beginnen würde. Er ist der Ursprung der Liebe. Er ist Liebe. Und wenn er etwas von uns erwartet, dann nur, weil er es zuerst getan hat. Er hat uns zuerst geliebt. Es fängt also nicht bei deiner Liebe an, sondern bei seiner. Und ich bin der festen Überzeugung, dass um dieses Doppelgebot wirklich leben zu können, ohne selbst dabei auszubrennen, wir die Liebe Gottes erleben müssen. Ich möchte dir also heute von 3 Begegnungen erzählen. 3 Begegnungen, die ich persönlich hatte mit Gott dem Vater, die mein Leben verändert haben. Die erste Begegnung ist die, in der du die Liebe des Vaters erlebst. In dieser Begegnung geht es um dich. Ich bin mein ganzes Leben lang schon gläubig und weiß, seit ich ein kleines Kind bin, dass ich geliebt, angenommen und gewollt bin von meinem Gott. Doch es gab eine Begegnung, die wirklich hinausgestochen ist. Es gab eine Begegnung, in der ich Gott als Löwe vor mir gesehen habe. Es war so ein simples Bild, dass ich mich bis heute noch frage, warum mich das überhaupt so berührt hat. Aber es ist in diesem Moment nicht darum gegangen, was ich gesehen habe, sondern darum, was ich gespürt habe. Ich habe begonnen zu weinen, bis vor mir eine Lacke meiner Tränen war. Ich habe so laut geschluchzt, dass die Leute um sich wahrscheinlich schon Sorgen um mich gemacht haben, weil ich die Liebe Gottes gespürt habe. Ich habe mich noch nie so geliebt gefühlt wie in diesem einen Moment. Ich habe mich noch nie so sicher gefühlt wie in diesem einen Moment. Ich wünsche das jedem von euch. Ich glaube, dass es heute noch möglich ist, Gottes Liebe zu erfahren, und ich möchte am Schluss auch nochmal dafür beten. Die zweite Begegnung ist die, in der du deine Liebe zu dem Vater bekennst. Es geht in dieser Begegnung um ihn. Für alle, die schon länger in die Gemeinde gehen, wissen, dass Lobpreis mein Dienst ist an Gott. Und ich darf das jetzt wirklich schon einige Jahre lang mehrmals im Monat machen. Das heißt, es ist schwer für mich, einen Moment herauszusuchen, in dem ich meine Liebe Gott gezeigt habe. Aber für mich sind es die Momente, in dem Lobpreis so erfüllend wird, dass ich einfach nicht mehr aufhören kann. Es ist der Moment, in dem Lobpreis und Gebet so viel Kraft gibt, dass ich das für den Rest meines Lebens machen will. Lobpreis ist mein Dienst an den Menschen, an Gott. Aber was ist mein Dienst an den Menschen? Das habe ich mich die letzten Wochen immer öfters gefragt, weil ich weiß, dass dieser Dienst überfließen muss. Und so komme ich zur dritten Begegnung, auf die meiner Meinung nach oft vergessen wird und die auch bei mir sehr lang ausständig war. Die dritte Begegnung ist die, in der du die Liebe des Vaters für deinen Nächsten erlebst. In dieser Begegnung geht es nicht um dich, es geht nicht um ihn, es geht um andere. Es ist eine Begegnung, in der er dir dein Herz für das Umfeld brechen lässt. Eine Begegnung, die dir die Augen öffnet für die Not und das Leid um dich herum. Die Nächstenliebe fließt aus der Gottesliebe. Und die Gottesliebe
fließt aus der Liebe Gottes zu dir. Vor über einem Jahr habe ich auf meinen Knien für dieses Thema gebetet. Und mein Gebet war so simpel. Ich habe nur gesagt, Herr, brich mein Herz für deine Welt. Und ich weiß, dass es viele Leute hier gibt, die Nächstenliebe wahrscheinlich viel stärker und ausgeprägter leben als ich. Für mich ist es ein Prozess, in dem ich kontinuierlich lerne, meine Bedürfnisse den anderen unterzuordnen. Ich glaube ganz fest, dass es Menschen gibt, die so einen natürlichen Instinkt haben, dass wo immer sie hingehen, sie den Leuten helfen und dass ihr Herz so stark nach Gerechtigkeit schreit. Ich glaube aber auch genauso, dass es Leute gibt, bei denen das nicht so natürlich kommt, und das kann ich sehr gut verstehen. Aber Gott sagt in diesen Geboten nicht, nur wenn du dich danach fühlst oder nur wenn ich dir eine Gabe dafür gegeben habe, sollst du das machen. Er redet zu jedem von uns. Er fasst ein ganzes Gesetz aus 613 Geboten zusammen in zweien, die aber für uns alle gelten. Jeder von uns ist berufen, unseren Nächsten zu dienen. Und ich glaube, dass wir vor Gott treten dürfen und ihm sagen dürfen, entweder du kommst schon mit einem Herz für gewisse Leute, dann wird er sich freuen und er wird sich dazustellen. Aber wenn du sagst, Gott, ich lese von diesem Gebot und eigentlich überfordert es mich, ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll, dann bin ich mir sicher, dass er dir Leute in deinem Umfeld zeigen wird, die dich brauchen. Diese drei Begegnungen bringt Johannes in dem vierten Kapitel seines Briefes so gut auf den Punkt, dass ich es nicht besser sagen kann. Deswegen möchte ich es noch vorlesen. Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als eine Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Ich möchte euch zum Schluss noch bitten, dass wir gemeinsam aufstehen. Und vielleicht streckt deine Hände so einfach vor dich aus. Und wenn du noch einmal sagst, ich möchte heute wirklich die Liebe Gottes erfahren oder ich bin auch bereit, wirklich, dass er mir etwas aufs Herz legt, dann möchte ich dich bitten, mir kurz nachzusprechen. Herr, hier bin ich. Ich öffne dir heute mein Herz. Ich bin bereit, dir zu begegnen. Füll du mich heute mit deiner Liebe. Ich möchte die Ströme deiner unbegrenzten Liebe jetzt erleben. Lass du deine Liebe in mir überfließen.